Trotzdem werden Sie nicht regieren können, weil niemand mit der AfD regieren möchte. Wie sehr frustriert Sie das heute Abend? Also, das frustriert mich überhaupt nicht. Ich freue mich zuallererst über unseren historischen Wahlerfolg. Wir sind zum ersten Mal stärkste Kraft geworden bei den Landtagswahlen. Wir liegen jetzt derzeit sogar 10% vor der CDU in Thüringen. Und wir sind nur noch 0,1% in Sachsen auseinander von der CDU. Also, wir haben hier vom Wähler einen ganz klaren Regierungsauftrag bekommen. Wir binden 30% der Wähler und sind ein entscheidender Faktor. Der Wähler möchte, dass wir in die Regierung sowohl in Thüringen als auch in Sachsen kommen. Und das kann man nicht ignorieren. Ich glaube, dass die CDU auch strategisch Schwierigkeiten bekommen wird. Schauen wir uns Thüringen an. Wenn sie nicht mit der AfD zusammengeht wegen dieser Brandmauer, dann hat sie nur noch die Option, mit linken Parteien zusammenzugehen und dementsprechend linke Politik zu machen. Das lässt sich in einem Koalitionsvertrag nicht abbilden. Das würde auch jede Regierungskoalition vor eine Zerreißprobe stellen. Und das lässt sich auch nicht durchhalten. Also ich sage ganz klar, dass ohne die AfD überhaupt gar keine stabile Regierung mehr in Sachsen und Thüringen möglich sein würde. Das sagen Sie, und doch deutet bisher ja nichts darauf hin, dass die anderen Parteien ihre Positionen ändern. Wir werden gleich bei Herrn Spahn nachfragen. Aber auch Frau Wagenknecht hat heute Abend bei uns im Sender noch mal gesagt, mit diesen Leuten kann man nicht koalieren. Also Sie müssen ja anscheinend irgendwas ändern. Haben Sie vor, vielleicht die Rechtsradikalen aus Ihrer Partei zu drängen, um salonfähig zu werden? Oder wie wollen Sie die AfD ändern, um regierungsfähig zu werden? Also ich glaube, dass wir schon regierungsfähig sind. Schauen Sie sich unser Ergebnis an. Ja, aber bei den Koalitionspartnern ja offenbar, oder bei den potenziellen Koalitionspartnern ja offenbar aber, nicht. Aber der einzelne Wähler ist der Souverän und das sind nicht die Parteien. Und der Wähler hat hier ganz klar entschieden, hat die AfD zur stärksten Kraft in Thüringen gemacht. Und dementsprechend ist hier ein ganz klarer Regierungsauftrag, den Sie nicht ignorieren können. Das lässt sich dauerhaft nicht durchhalten, ist nicht möglich. Die CDU kann gerne mit den linken Parteien zusammengehen, aber dann wird sie die Quittung das nächste Mal bekommen. Das stellt auch Friedrich Merz für die Bundestagswahlen vor erhebliche Probleme, wenn dort Grün-Linke, also Grün ja nicht mehr, also eben linke Koalition gebildet werden. Das können Sie dem Wähler auch nicht verkaufen, wenn Sie vorher Wahlkampf mit AfD-Position machen. Man muss ja ein paar Sachen dazu sagen. Zuerst, jeder Wähler der AfD hat ja gewusst, als er sie gewählt hat, dass sie nicht regieren wird. Also es ist ja, weil ich jetzt immer lese, Wählerwille, es war klar, dass sie keinen Koalitionspartner bekommen wird. Das haben alle anderen Parteien gesagt. Insofern haben sich Wähler, das ist ihr gutes Recht, dazu entschieden, eine Partei zu wählen, von der sie vorher wussten, dass sie nicht regieren wird. Eine Mehrheit etwa in Thüringen sagt, sie möchte nicht, dass die AfD in der Regierung ist. Wenn man also davon spricht, was die Mehrheit der Bürgerinnen und Bürger will, will sie in Thüringen nicht, dass die AfD in der Regierung ist. In Sachsen sieht es sehr ähnlich aus. Und ich muss auch mal noch mal erinnern, Herr Krah, Ihr Spitzenkandidat zur Europawahl, hat zur Zerstörung der CDU aufgerufen. Ihre Strategen sagen, unser Hauptfeind, unser Hauptgegner zur Machtergreifung, das sind ja die Worte, die da gewählt werden, nein, ist die CDU. Und Sie dürfen sich halt nicht wundern, wenn Sie Hass, Hetze in alle Richtungen machen, dann haben Sie am Ende eben niemanden, der mit Ihnen reden will. Sie sollten mal drüber nachdenken, wie Sie über andere reden, wie Sie mit anderen Parteien umgehen, welche Positionen in Ihrer Partei vertreten werden. So ist einfach eine Koalition in keinem Fall denkbar und dabei bleibt es auch. Und ich sage noch einmal, jeder Wähler der AfD hat von vornherein gewusst, dass das nicht zu einer Regierungsbeteiligung führen wird. Hier an dieser Stelle muss ich mit einer wichtigen Nachricht ganz kurz unterbrechen. Derzeit wird allen Ernstes im Bundestag beraten, ob zahlreichen Behandlungen wie Impfungen, Organspenden und so weiter nicht mehr automatisch widersprochen ist. Und in diesem Fall müssen Sie unbedingt in einer Patientenverfügung bzw. Vorsorgevollmacht festlegen, welchen Behandlungen Sie widersprechen wollen. Mehr Informationen und diese Dokumente rechtssicher geprüft und passend für den Geldbeutel finden Sie auf meiner Webseite. Der Link ist unter dem Video. Das Kraftgesetz, eigentlich ist das strafbar nach dem Aufenthaltsgesetz, aber niemand kümmert sich hier in diesem Rechtsstaat. Und das ist ein Weg, den die CDU, da hat der Kollege völlig recht, eingeschlagen hat.
Die Ampel beschleunigt das durch Turboeinbürgerung, das haben wir ja auch. Und die Leute werden einfach nicht abgeschoben. Das ist Ländersache, eben auch in CDU-regierten Ländern ist die Abschiebequote sehr gering. Das haben wir jetzt auch gesehen in Nordrhein-Westfalen, in Bayern im Übrigen auch, Baden-Württemberg. Also hier ist, glaube ich, insgesamt die Politik in der Verantwortung. Was wir brauchen, das sind Lösungen. Wie gesagt, die Grenzen sind zu sichern, illegale Migranten sind an der Grenze zurückzuweisen und ausreisepflichtige Straftäter, Sexualstraftäter, Extremisten müssen dieses Land verlassen. Sie können die Straftäter immer wieder freilassen, auf die Straße lassen. Das geht einfach nicht und das verkraftet unser Land auch nicht. Die Menschen haben Angst, völlig zu Recht. Uns ist die polizeiliche Kriminalstatistik völlig durch die Decke gegangen. Wir haben eine überbordende Ausländerkriminalität. Wir haben eine überbordende Jugendkriminalität von ausländischen Jugendlichen, die deutsche Kinder auch an den Schulen und an den Einrichtungen terrorisieren. Und der öffentliche Raum ist für Frauen zu einem Angstraum geworden. Das sind einfach Realitäten, die wir hinnehmen müssen und auch jetzt einer Lösung zuführen müssen. Dieses Paket, was dort verabschiedet wurde, ist gelinde gesagt eigentlich ein Nullum. Und wenn Frau Faeser sagt als Innenministerin, dass man Migranten an den Grenzen nicht zurückweisen kann, dann verstößt sie wiederum gegen die Dublin-Verordnung. Und dementsprechend ist auch für dieses gesamte europäische Asylsystem die Geschäftsgrundlage entfallen. Das heißt, wir müssen, eine verantwortungsvolle Bundesregierung muss die Grenzen schließen. Sie muss sie kontrollieren und zurückweisen und Ausreisepflichtige endlich ausweisen. Und vor allen Dingen noch ein Punkt. Wir müssen endlich übergehen von Geld zu Sachleistung. Wir müssen diesen großen Pull-Faktoren von Sozialleistungen an Flüchtlinge und Asylanten unbedingt abstellen. Und ich glaube, damit wären wir einer Lösung der Migrationskrise schon ein ganzes Stück weiter. Herr Spahn, wenn Sie Frau Weidel jetzt zuhören, an welchen Punkten würden Sie ihr widersprechen beim Thema Migration und den nötigen Maßnahmen? Was die nötigen Maßnahmen angeht, sind da sicherlich richtige Punkte dabei. Die Frage ist ja, das ist ja jetzt hier moderat vorgeschlagen. Ansonsten hören wir auch im Bundestag, aber auch in den sozialen Medien Hass, Hetze, Ressentiments, die geschürt werden. Insofern versucht sie ja hier heute am Wahlabend moderat zu sein. Aber entscheidend ist ja was anderes. Entscheidend ist ja nicht, was die AfD sagt. Entscheidend ist, was die Regierung macht oder nicht macht. Weil die Welt verändern, das ist nun mal so in der Politik, kann die Regierung. Die kann einen Unterschied machen. Und sorry, Messerverbote kann man machen oder nicht. Aber das ist doch nicht der Kern des Problems. Also ich wundere mich ein bisschen, wie da so Pseudodebatten rund um Symptome geführt werden, aber nicht über den eigentlichen Punkt gesprochen wird. Und das ist die einfach zu große Zahl von irregulärer Migration nach Deutschland. Das Wort begrenzen, Grenze, steht in diesem Ampelpapier nicht drin. Weidel, welche Erwartungen haben Sie an diesen Migrations- und Asylgipfel, der da am Dienstag stattfinden wird? Wir werden gar keine Ergebnisse sehen. Also ich habe überhaupt gar keine Erwartungen, weil von dieser Regierung überhaupt gar nichts zu erwarten ist. Und die Regierung, sie hat gezeigt, in sämtlichen Politikfeldern, also nicht nur in der Migrationsfrage, wir haben eben über Wirtschaftspolitik gesprochen, wir haben noch gar nicht über Energiepolitik gesprochen, dass sie in sämtlichen Fragen es geschafft hat, unser Land hart in den negativen Bereich reinzudrehen. Wir sind überhaupt nicht mehr wettbewerbsfähig, unsere Industrie geht vor die Hunde und sie hat wirklich gar nichts im Griff. Und jetzt noch mal mit Blick auf die Landtagswahlen. Das war eine Abwahl für die Ampelregierung. Das Volk, der Bürger, möchte Neuwahlen. Er möchte eine neue Regierung. Weil diese Regierung, die Ampel, sie macht Politik gegen die Bevölkerung. Und das haben wir auch eben an dem einfachen Beispiel gesehen. In diesem Paket ist drin, Messerverbote einzuführen. Sie glauben da wohl nicht im Ernst, dass Terroristen sich vor Anschlägen hüten werden, nur weil sie jetzt ganz viel Angst vor Frau Faeser und vor den Grünen haben, weil sie jetzt Messerverbote eingeführt haben. Das ist nicht der Fall. Das ist alles Makulatur. Was wir brauchen, ist ein ganzheitlicher Ansatz. Und mir fehlt in jedem Politikfeld eine intelligente Lösung, einen intelligenten roten Faden, der wirklich dieser Regierung komplett abhanden gekommen ist. Das war's schon mit diesem Video. Vielen Dank fürs Zusehen. Denken Sie noch an Ihre persönlichen Dokumente und bis bald.